Hallo. Da sind wir wieder. Und ich bin alleine. Ja, du bist so ein bisschen... Weil es nur die Lampe liebt. Bis. Mehr als mich. Aber niemals. Ja, aber doch. Und ja, egal. Nope. Ich hab da jetzt gar nicht hoch, sehe ich gerade. Was wie, wo, hier? Ah ja, stimmt, die Kapsel fehlt. Ja. Wir sind vorbereitet. Und haben auch gut gegrindet. Also ich und er hat sich einen schönen Tag gemacht. Ich hätte auch nicht groß was helfen können. Du könntest mir... Oder hättest mir Hinweise geben können. Was inwiefern? So effektiv ist. Gegen was. Das wäre vielleicht nicht so schnell gegangen. Das bisschen. So verflucht noch den Meister. Ja, ja. Snort sich einfach unter den Aufzug dran gehangen. Wir kennen den Kram schon, glaube ich, oder? Wollte gerade sagen, ich meine, das hätte ich schon synchronisiert gehabt, ja. Ja, ja, kämpfen, Schäden, bla bla bla, Publikum beißt gar, haha. Ey, das hat sich gereimt. Darauf habe ich es angelegt. Okay. Ich glaube, das haben wir auch schon besprochen, weil den ersten haben wir schon besiegt. Ich mein oder schon, ja. Bekämpft wenigstens. Ja. Wie weit wir gekommen sind, weiß stimmt. Ich gar nicht mehr. Ich hatte beim dritten Mal, glaube ich, und ich habe mich darüber aufgeregt, dass man nicht geheilt wird. Oh ja. Ich hab's vergessen. Ja, tut mir leid. Jedes Mal. Egal, ein klein wenig Schleichwerbung kann auch nicht schaden. Wir werden dafür eh nicht bezahlt. Oh mein Gott, auch. Ja. Will ich Miltank haben? Eigentlich ja nicht. Sagen wir so, es ist ein Tank. Ich weiß nicht, was das Wort ist, aber... Ansonsten kann es nicht viel. Ja, gut. Ich weiß schon nicht weiter. Find oder Schlitzel ist immer so die Frage. Stahlflügel ist recht schwach, wie ich gemerkt habe. Ja. Eher Schlitzer. Noch mehr Schaden. Theoretisch. Auf wen? Ich weiß es nicht. Miltank. War ganz einfach Miltank hier. Ach übrigens, Solarstrahl. Na? Wir hatten die TM und aus irgendeinem Grund kann Ariados das lernen, also warum nicht? Wir haben ihn nur Grimasse ersetzt. Eben. Würde aber nicht allzu viel Schaden machen, weil von ja. Den Werten her und vor allem auch wegen Step, Matschbombe auf Miltank. Ach, wer ist mit Miltank weg? Weil ich meine, wir wollen es eh nicht fangen. Bevor sie einigelt. Aus einer Kiste in eine Sphäre. Nebenbei immer sehr schön, weil sowas wie. Ist Matschbombe physisch oder spezial? Ich meine, es wäre spezial. Dann ich dürfte Einigler ja nicht mehr was tun dagegen. Okay. Einigler macht ja nur die normale Verteidigung, nicht die Spezialverteidigung. Hm, vielleicht doch. Ja, wie gesagt, Tank. Hält viel aus. Ja, by the way, die sind so verdammt hochauflösend, die Fans. Wow. Just right. Wow. Da war ja was. Einfach was. Okay. Obwohl das vielleicht nicht die schlauste Idee war. Obwohl, naja, wir werden sehen. Es war deine Idee, also es ist auch deine Schuld im Endeffekt. Was stört mich das? Einerseits, Donnerblitz wäre wahrscheinlich stark gegen Stab, andererseits ist Durchbruch effektiv gegen Miltank. Nehmen wir Durchbruch. Okay. Nein, tun wir nicht. Geh zurück. Der hat jetzt seine normale Verteidigung erhöht. Also doch damit jetzt. Okay. Ja. Und nur Matschbombe, aber diesmal auf Brüllung, glaube ich. So viel Schaden hat er nicht gemacht. Und nochmal. Welche Elemente sind Matschbombe nochmal genau? Welches Element? Gift. Nee, ich meine Porygon. Achso. Ist das nur Elektro oder noch was anderes? Ich weiß es nicht. Ich würde fast sagen, es ist normal. Dann dürfte Elektro sein. Hey, Level 2 und Wufz.
Oder ist Border wirklich normal? Ich hab keine Ahnung. Muss ich nehmen. Okay. Macht schon recht gut Schaden. Ja, das schon. Übrigens, Barbe. Falls es auffallen sollte, die Qualität könnte unter Umständen etwas besser sein als normal. Huch. Typgeist. Ach, das kommt wandeln. Okay. Was heißt, dass Markus mich gezwungen hat, die Feinheitsstellung in stundenlanger Kleinarbeit endlich mal richtig zu machen? Ich glaube, du kannst jetzt mit Donald Witz eher auf Porygon gehen, ja, weil das ist Typgeist. Jo. Damit macht Bombe auf Sengu. Jo. Oh. Eros? Was? Ja, die Attacke kann einige Pokémon lernen. Okay. TM. Manche auch richtig, auch wenn es keine Flug-Pokémon sind. Okay. Wurschtweg ist es. Jo. Und Platsch. Ach du Heilige. Schade aber auch. Komm, auch jetzt noch vergiftet. Jetzt noch vergiftet. Ah. Leider nicht. Aber ich glaube, Amphros war schneller als Sengo. Nein, leider nicht. Nicht mit der Aero, das ist nicht mit der Attacke. Das war knapp. Ich hätte auch noch Donnershock eingesetzt, aber. Wieso? Weil ich meine, wenn du nicht geheilt wirst, hast du nur begrenzte AP. Stimmt. Ach, was soll's. Nebenbei ist es vielleicht nicht die beste Idee, gleich im ersten Kampf anderthalb Pokémon schon mal Packs zu schmeißen. Ja. Egal, wir können es noch mal versuchen. Easy. Hm? Ach stimmt, die hatten ja alle. Mhm, ja. Die müssen wir schon bekämpft haben. Ja? Erinnerst du dich? Du hattest in das Krypto-Pokémon-Verzeichnis geguckt. Dem sein Name stand schon drin. Ah, okay. Mit Dings. Mit Krypto-Pokémon. Deswegen. Dürften wir ihn schon bekämpft haben. Davon abgesehen erinnere ich mich an dieses Torhaido. Okay. Glaube ich. Absurd würde ich eigentlich ganz gern haben wollen, zumindest mal versuchen. Ist auch ein normal Pokémon, glaube ich. Oder ist das Unlicht? Egal. Absurd ist Unlicht, ja. Nur Unlicht? Ich meine, es müsste Unlicht sein, ja. Reicht eine Limonade? Limonade macht 80. Das ist... Dürfte. Okay. Dürfte keine Flugattacken kommen. Oh, ja, ich hab eine Idee. Ja. Sonntag? Teil dich mit, was ist deine Idee? Na, ich überleg gerade, Barriadas langsam ist als Flora, was ich stark bezweifle. Ansonsten Sonntag wäre eigentlich keine schlechte Idee. Weil dann würde Solarstrahl immer treffen. Ich meine, jetzt haben beide Solarstrahl. Eben. Und du hast mit Ariados geheilt. Also, ja. Übrigens, wow, das macht gar nicht so schlecht Schaden. Jo. Oh, nee. Was? Ja, aber das ist eine gute Animation, aber das ist, ja. Angriff steigt stark. Ja, gut, zweimal Solarstrahlen, dann geht das, glaube ich. Stimmt, das ist ja jetzt sofort, ne, ja. Hm? Solarstrahl auf... Soll ich nicht besser heilen? Ah ja, das nochmal, weiß ich nicht. Ja, es macht schon mehr Sinn, aber... Dann... War... Ach, egal, heil, komm. Wir haben noch einige Kämpfe vor uns. Eben. Außerdem ist der so wahrscheinlich eh schwächer als der von unserem Flora, von daher. Ja, aber beide ist du?
Ich glaube, ich habe schon wieder Sonntag aus. Ah. Gott, verdammt. Yeah. Ampharos. Dezent unglücklich. Weil. Merkt man vielleicht. Ich weiß nicht. Casualties? Ich. Boah. So, und dann wird's auf Deuter. Ja. Und diesmal Solarstrahl, nicht Sonntag. Ja. Oh! Was? Hat uns das nicht schon letztes Mal verwundert? Ich weiß es nicht. Es gab so viele Erdbeben in letzter Zeit. Hm, okay. Weil dann mal ein Taxi ist. Ein Taxi, ja. Hm, gut. Gut, die Wasserattacken machen jetzt erstmal weniger Schaden. Also, ja, gut, hat der auch viel gelassen, Body Slam. Und der ist immun der gegen. Und ist eben immun gegen Erdbeben. Ja. Das ist also die Hauptsache. Yay, yeah, Level 51. Ja, das betone ich jetzt immer so. Und hol es immer so aus. Yay. Magnaien ist mittlerweile Feuer oder immer noch nicht? Ich bin mir da nie sicher. Wir fehlen das nur Unlicht. Mhm. Oder normal Unlicht? Noch so ein Pokémon, was ich nie nutze. Flügelfang, Solarstrahl, Teile? Ja, warum nicht? Weil Pflanze, Wasser und so und dann den Rest nochmal. Ich meine, Torhydro hat Rauchhaut, aber mal gucken, vielleicht ist Sonfloria sogar gut genug. Ja. Schön. Yes, indeed. Ja, Solarstrahl mit Sonfloria ist wirklich extrem stark. Ja, Sonfloria hat auch wirklich einen hohen Spezialangriff. Mhm. Mantrax ist Level Up. Nun ja. Wow. Reglet. Hm. Aber das hat fast kein Mensch verstanden. Ist egal. War ja nicht so wichtig. So, wenn das jetzt nicht sehr effektiv ist, müssen wir weiter. Und das ist normal effektiv. Gut, dann war's das. Jo. Ach, vor allem klar, Sonntag verstärkt ja auch einfach die Kraft davon noch zusätzlich. Ich bin auch dumm. Nicht nur die Geschwindigkeit. Na? Ja, hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Von daher macht's nochmal mehr Sinn eben. Ja, wir sind schon ziemlich stark, ja. Ja, erbärmlich wenig Geld. So, etwa. 480. 800 Euro. Und mittlerweile. Knapp. Ganz, ganz, ganz grob kalkuliert. Jo. Sie hat die Moves. Sekunde. Die. Die, ja, glaub, die haben wir auch schon bekämpft, weil wir uns schon über den Namen echauffiert haben, naja. Ja. Nicht mehr machen, was unbedingt nötig ist. Knechtin. Was ist? Nicht mehr machen, was unbedingt nötig ist, habe ich gesagt. Ja, vor allem, weil wir so unglaubliche Synchronsprecher sind. Ja. Vor allem du. Dankeschön. Übrigens erinnern mich diese blauen Sphären immer wieder an die Carlos hängt. Welche blauen Sphären? An den Wänden. Immer an was? Sanctum, die Kerne. Ah ja, irgendwie schon. Stimmt sogar. Sonntag auswechseln. Auswechseln, okay. Du wechselst dann Flora aus. Okay. Gegen zwei Feuer-Pokémon mit Sonntag?
Ja, ha. Oh, Keifel ist aber. Ja, das ist auch nicht so geil, ne? Egal, das ist besser als ein Flora. Gut. Theoretisch. Und. Oh. Ich glaube eher Kuddel. Macht, glaube ich, mehr Schaden. Okay. Kurtel dürfte Feuergestein sein. Wenn es nur Feuer ist, macht trotzdem viel Schaden. Ja, gut. Hey, Flammenwurf. Das war 100% zu erwarten. Und ich hoffe, dass... Nope. Schade. Houndemon ist einfach... doch verdammt stark. Mhm. Ja gut, Sonflora. Beste Wahl. Warum ist unser Team so scheiße? Ach ja, weil du die schlechten Pokémon gefangen hast. Okay. Ja, entschuldige mal, ja, aber so ein Papunga wäre jetzt auch nicht wirklich viel hilfreicher. Hab ich ja auch gar nicht. Doch, du hast mir gesagt, das ist ein Papunga und hättest keine Ahnung woher. Und dass ich keins habe. Das kann sein. Hey, noch mehr Feuer. Ich hab vor allem aber auch die Lava, also. Ja gut, aber Feuer gegen Feuer ist hier glaube ich auch nicht so, naja. Ja hier, aber in anderen Kämpfen. Denke ich? Ja. Das ist eigentlich so die einzige Chance, die du hast zu überleben. Obwohl, du wirst trotzdem nicht überleben mit Sonflora. Ja. Und nochmal Blubstahl auf Wunde bauen, oder? Auf Makabo, weil das wieder Feuergestein sein dürfte. Okay. Oder auch nicht, weil ich keinen Schimmer habe. Dabei ist Rubin Saphir mit meiner Lieblingsedition. Hm. Wohl wieder beim Thema Alpha Omega wären und naja. Verständlich. Gibt's da eigentlich immer noch keine Neuigkeiten zu? Zu Alpha Omega gibt's grundsätzlich ständig Neuigkeiten. Okay. Weniger Neuigkeiten gibt's eben, wie gesagt, zu Shin Megami Tensei Cross Fire Emblem. Hm. Also weniger im Sinne von gar keine für die Zuschauer, die es nicht wissen dürften. Wurde ja, doch, ne? Es existiert. Oder ist in Planung. Ja, wann wurde es angekündigt? Vor anderthalb, zwei Jahren oder so, dass es rauskommt. Und danach, war kurz danach die einzige Ankündigung, ja, das wird wohl ein RPG sein. Ende. Mhm. Seitdem nichts mehr. Dann von heute. Naja. Weiß nicht. Ja. Manchmal hast du den ganzen Kampf überlebt, nur mit Bläschen werfen. Irgendwie. Ja. Aber wir kommen trotzdem nicht weiter, glaube ich. Oder hat uns Sekunde besiegt? Keine Ahnung. Nein, sie werden mich feuern. Du bist schon gefeuert. Ja, du hast auch so viele Feuer-Pokémon. Selber schuld. So. Einfach auf dem Absatz umgedreht. Nein, es kommt noch wieder. Und dieser jemand ist der Wasserlappen. Ja. Mein letzter Gegner. Ja. So close. Sprich du den mal, den hat man glaube ich noch nicht. Ja, dein letzter Gegner bin ich. So langweilig. Du wirst gleich wissen, warum man mich bis zum Schluss aufgespart hat. Nein. Boah, ich erwarte dein Enthusiasmus! Ich erwarte mir halt nicht viel von dem Kampf, ich bin halt eh der Beste. Okay. Tropius gab's hier schon. Tropius war tatsächlich Gen 3, ja. Okay. Sieht eher aus wie 4 oder 5 fast. Ja, Tropius ist ein bisschen eigenartig, aber das ist cool, das kann ich fliegen lernen. Nee, gar nicht meinen. Palmwedeln. Ja. Und Aeroas und alles, ja. Tropius ist eine super Rettung, wenn man eine Rubin oder so Nuzlocke spielt und dann bis dahin kein Flug-Pokémon mehr hat. Und dann recht spät im Spiel rein zufällig in diesem Urwald dieses Tropius findet. Da hat man echt Glück gehabt. Ja. Ja, ne? Wirklich stehen mit. Habe ich nicht vielleicht noch Beleber irgendwo rumliegen? Ich wollte gerade sagen, wir haben doch bestimmt Beleber dabei. Ah, wer zum Glück gar nicht selten sind. Beleber. Doch, drei Beleber.
Zur Hälfte. Nutzen. Naja, immerhin. Ich will ein Feuer-Pokémon. Jetzt, sofort. Ansonsten, ach ja, das hat Gift, das ist so unsere einzige Möglichkeit. Und Solarstrahl. Ja, das bringt uns so viel. Du solltest jetzt auch ja das gleich einwechseln. Ja. War mir schon irgendwie klar, als der Bild schon wieder aufgeploppt ist.